Kagemaru. Sind wir mal gespannt. Das ist ja der Typ, der ja die ganzen Schattenkrieger, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie genau hießen, beauftragt hat. Da ist ja ein alter Sack eigentlich nur. Aber wenn er die Bestien in seiner Hand hat, dann wird er wieder jung und voller Power. Aber nur bis zum Ende im Kampf von Jaden. Dann ist er ja wieder alt geworden. Weil dann ist die Energie verflogen. Was ist eigentlich nochmal aus diesen Karten geworden? Ich glaube, die wurden nur wieder eingesperrt. Voll die Verschwendung. Aber ich denke, so OP-Charakter wollten sie in der Story halt nicht wirklich. Wirklich in der Story behalten. Weil es leider eine Story vernichten kann. Ich meine, denkt euch mal, Yu-Gi-Oh! Die erste, also das normale Yu-Gi-Oh! Stellt euch das mal vor, wenn es Ding nur gegeben hätte, wenn es in der Legende der Drachen, also die Kämpfe mit Ding, oh, wie heißt er? Danke. Das ist doch so ein unnötiger Spaß manchmal. Jetzt bin ich raus. Danke, Kagemaru, du Affe. Das sind halt jetzt alles permanente Fallenkarten, bestimmt um seinen blöden Spasti da zu rufen. Ja, Energieriese muss mal weg, der Punkt nehme ich gerade gar nicht. Ja geil, dann zieh ich auch noch Jinzo. Na egal. Komm, block das nicht, block das nicht, block das nicht. Block das nicht. Ja, blockt's nicht. Geil. Ah, Kagemaru, du hast so verschissen. Du hast jetzt so verschissen. Du kannst jetzt gar nichts mehr machen. Allein wegen Jinzo kann der jetzt gar nichts mehr machen. Weil ich habe schon gesehen, dass das eine schon eine Fallenkarten war. Dann wird es die anderen bestimmt auch Fallenkarten sein. Und nur auf Nummer sicher zu gehen. Wo habe ich's? Wo? Bestimmt wieder ganz hinten einer. Ja, da ist es. Das Siegel von Aurikalgos. Das hole ich mir nachher. Nur für den Fall, alle Fälle, dass ich es doch verkacken könnte. Jetzt brauche ich nur noch ein Monster. Wobei, ich glaube, Kagemaru hat eh schon so total verschissen. Habe ich den jetzt nochmal gezogen? Was für eine Verarsche! Der hat... Ja. Oh nein, Raumtaifun. Ja, scheiße. Jetzt hat er natürlich seine ganze Strategie wieder. Na, rufen wir mal das Siegel von Aurikalgos. Wenn das jetzt nicht blockt, zerstöre ich ihn allein mit den Rosenvogel jetzt schon. Und? Aber ich kenne ihn, Macht des Spiegels bestimmt. Nicht? Gefickt! Na 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 na, zerstört du Arsch. Was? Füge deine Life Points deines Gegners Schaden in Höhe von 100 Punkte mal der Anzahl der Karten im Friedhof deines Gegners zu. Ja, geil. Wow, die Karte ist echt nicht schlecht. Falls ein Spieler am Beginn seiner Draw-Phase keine Karten in seiner Hand hat, kann er zusätzlich zu seinem normalen ziehen eine weitere Karte ziehen. Der Beherrscher dieser Karte verliert während seiner Endphase 700 Punkte. Falls er weniger als 700 Punkte hat, werden diese stattdessen zu 0. Okay. Aha. Die habe ich auch. Okay, Leute, das war Kagemaru. War jetzt nicht so spektakulär. Oh, Sartorius. What, der kommt jetzt schon? Wieso? So kommt Sartorius schon so früh. Okay. Lustig, gerade die zwei. Der ist der Endgegner der ersten wirkliche Staffel. Und der ist der von der zweiten Staffel gewesen. So kommen die so früh. Egal, Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich glaube, ich habe meine Meinung zu Kagemaru, seinen Charakter, noch nicht gesagt. Ja, er ist ein dämlicher Spaß. Ich mag ihn nicht. Kagemaru war noch nie so toll. Sartorius ist aber eigentlich
zwiespaltig. Der hat ja zwei Charakter. Der eine von dieser Besessenheit und der normale, der womit Esther Phoenix ja auch befreundet ist. Aber zu dem Thema reden wir im nächsten Kapitel, nächsten Kampf halt. Falls ihr auch Themen hättet, über die ich reden sollte. Dafür habe ich zwar eigentlich mein Waking Blast 2 Let's Play, aber das ist schon so ziemlich untergetaucht seit einer ganzen Weile. Könnt ihr das auch hier stellen. Überhaupt, wenn es um Yu-Gi-Oh! Geht. Und das war's dann, Leute. Ciao.